Ich grüße alle Zuschauer, schönen guten Abend oder schönen guten Tag für alle. Heute möchte ich machen einen schnellen Toast. Wenn man von der Arbeit kommt, hat man Hunger, hat man keine Lust zu kochen und. Dafür benötigen wir Toast. Habe ich gleich getoastet. Ich fange langsam damit an. Ich brauche dafür, habe ich eine Dose Makrelenfilet. Habe ich aufgemacht hier. Makrelenfilet, eine Dose, mache ich hier rein. Eine ganz leckere Sache und dann einfach und dann schmeckt auch und gesund. Das Essen soll gesund sein und auch lecker sein. Es ist so. Die Makrelenfilet, Sarmanchen, kleine Sarmanchen. Wenn man das mit dem Kansenöl alles Mögliche, Sarmanchen war klein. In dieser Zeit habe ich meinen Ofenherd angemacht. Der ist an. So, jetzt habe ich hier, machen wir den Käse mal hier erstmal beiseite. Habe ich hier geschnitten, ihr könnt ihr sehen, Tomaten kommen rein, klein geschnittene Tomaten rein. Dann rote Zwiebel habe ich rein, mache ich auch hier rein. Und dann Oliven. Oliven ist auch dabei, klein geschnitten die Oliven. Rote Zwiebel habe ich, Tomaten habe ich, Oliven habe ich. Und jetzt, also die Art wie Prosciutto. Aber dieser Prosciutto ist auf, manchmal macht auf Baguette oder auf Schiapata. Ich mache die hier auf, dann habe ich jetzt hier Gemüse, dann mache ich hier ein Knoblauch, bisschen Knoblauch rein. Knoblauch darf nicht fehlen. Man macht nach Geschmack entweder eine Zehe, wenn man mag, oder zwei. Ich finde Knoblauch ist gesund und dann, wenn man nächsten Tag nicht arbeiten muss oder so, kann man ein bisschen mehr Knoblauch nehmen, ist auch gesund. So, Knobi habe ich auch hier reingemacht, die Knobi. So. Jetzt vermische ich alles so zusammen. So, jetzt hier habe ich hier Kräuteröl gemacht. Hier mit Thymian, Oregano, ein bisschen Petersilie rein und so weiter kann man nehmen nach Belieben. Das kommt auch hier rein. Hier. Jetzt machen wir darauf etwas Salz darauf. Salz drauf. Pfeffer drauf. Thymian haben wir drin, Oregano haben wir drin, Petersilie haben wir drin, ein bisschen Olivenöl rein. Und dann wir vermischen das Ganze schön zusammen. Hier zusammen vermischen. So, jetzt einmal probieren kurz, probiere ich. Das schmeckt schon jetzt. Schmeckt einfach so, Entschuldigung, geil, dass man das essen möchte, dieser Makrele, Tomatenwürfel, rote Zwiebel, Oliven, Thymian, Oregano, Olivenöl, Pfeffer, Salz, Knoblauch, fantastisch. Und jetzt machen wir die auf dem vor ganz leicht vorgetoasteten Toast. Machst du hier rauf, darauf hier so schön, so, und eine Scheibe Käse drauf, so, und nachher kommt das im Ofen, so, ich mache die hier rein, so habe ich den Platz getauscht, mache hier in die Pfanne, so, mache ich hier so rein, und ihr ja so sehen, mache ich alles hier, die vier fertig, so, hier rein, passt genau rein, Käse rauf, so, kommt das wieder zurück hier, so, guckt euch das an, nochmal hier Käse rauf, nochmal hier Käse rauf, habe ich auch noch hier, mal hier möchte ich ein bisschen mehr Käse hier rauf, ein bisschen mehr Käse, Käse kann man nehmen, was man möchte hier rein, und jetzt, das hier, mache nehme ich hier so, und kommt das in dem rein. So, und jetzt habe ich die in dem Ofen, kann ich euch mal zeigen, aber heiß sind die hier drinnen. Das jetzt lasse ich kommen lassen und dann so eine leckere Sache, ganz tolle Sache und dann gucken wir, was das davon wird. So, jetzt gucken wir ganz kurz, ich muss hier, oh das kommt, ich muss euch nur sagen, ja, ich habe
fettarme Käse verwendet. Man muss keine fettreiche Käse dafür nehmen. Wirklich, da kann man fettarme Käse nehmen. Ich finde, ja, man muss keine fettige Käse nehmen, weil Geschmack von Tomate und roten Zwiebel und hat das schon eigenen Geschmack. Die Fett, man kann man Fett sparen dafür. Gleich ist es fertig, gucken wir das uns an. So, jetzt nehme ich die raus, die sind schon fertig. Zeige ich euch, wie das aussieht. Das ist meine Toast. Die Videos, die ich mache, sind real. Ich muss das gar nicht Schauspielerei machen. So sehen die aus. Meine leckeren Toast. Ich nehme jetzt einen Toast raus. Hier könnt ihr mal sehen. Mache ich auch den Teller drauf. Und so sieht das aus. Lasst euch schmecken. Kocht nach und so weiter. Und guten Appetit. Ich gehe das mal genießen mit meiner Familie. Alles klar, ich freue mich, wenn ihr nachkocht und eure Kommentare dazu gibt. So, und dann alles Gute für euch alle und lasst euch schmecken.